und haben danach keine Knete mehr. Kann ich fertige Filme verkaufen? Nee, kann ich nicht. Wir gehen fett ins Minus. Wir gehen fett ins Minus. Ich weiß gar nicht, bis wohin man ins Minus gehen kann, aber ich denke mal nicht mehr als 100.000. Irgendwann wird dann die Bank sagen, das war's. Ihr könnt nicht mehr bezahlen. Aber wir hatten wirklich verdammt schöne Zeiten hier. Wir hatten verdammt, verdammt schöne, geile Zeiten. In unserem Studio hier. Es war mir eine riesige Freude, dieses Let's Play mit euch zu erleben. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir es noch ins Jahr 2000 schaffen. Erst recht jetzt, wo das gar nicht mehr so weit entfernt gewesen wäre. Aber nichts zu wollen, Freunde, wir sind pleite. Seien Sie vorsichtig, Sie sind ziemlich hoch verschuldet. Ihre Studiobewertung wird bald in den Keller sinken. Tja. Guck mal, wir können hier noch ein bisschen Notgroschen sammeln. Geld sinkt immer weiter. Und hier wird auch einfach nichts gedreht, ne? Na, die werden auch alle bald kündigen, wenn ich den Lohn nicht mehr zahlen kann, denke ich. Bitteschön. Diese böse, böse rote Zahl. Ihre Schulden machen ihn schwer zu schaffen. Ihre Studiobewertung fällt noch weiter. Action. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so weit verschulden können. Gleich sind wir auf minus 300.000. Es tut so weh. Im Kasten. Ich hätte es nicht gedacht, aber da war die Komödie tatsächlich wirklich anscheinend der letzte Film, den wir noch veröffentlichen. Denn ich vermute, aus diesem Loch an Schulden führt kein Weg mehr raus. Tragisch. Vom einstigen Oberstudio zur baldigen Zwangsversteigerung. Das ist unser Werdegang hier in diesem Spiel. Aber ich habe gewusst, dass das irgendwann so kommen würde, einfach weil ich von Anfang an mich gar nicht so sehr darauf konzentriert habe, maximalen Profit zu machen. Da hätte ich viel mehr Stars holen müssen und dies und das, aber ich wollte einfach so weit kommen, wie es geht, so viel erleben, wie es geht. Und wir haben wirklich sehr viel erlebt in diesem Spiel. Muss man sagen, wir sind fast bis in die letzten Jahre gekommen. Wir sind in den letzten Jahren eigentlich. Ich meine, es ist 91, bis 2000 geht's. Ab da kommt keine Forschung mehr, nichts. Also wir sind sehr weit gekommen. Weiter, als ich es erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten hier wunderschöne Momente. Das Spiel an sich war wunderschön. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, quasi. Wobei es ja jetzt nicht gerade schön ist mit dem Schuldenberg, aber hey! Da-da-dam, da-da-dam-dam-dam-da-dam, dam, da-da-dam, da-da-dam-dam-dam-dam-dam. La 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 na 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 na. Oh, gleich ist es eine halbe Mille, die wir Schulden haben. Ein Wahnsinn. Wir sind Studio Platz 10, wir sind das letzte Studio. Unsere Finanzen sind erschöpft. Was ist denn hier los überhaupt?
Leg los. Droht mit Kündigung. Ach, naja. Das soll sich mal nicht so haben. Ihre Studiebewertung lässt sie ja zu wünschen übrig. Sie müssen endlich zu Geld kommen. Der Zug ist abgefahren, Leute. Der Zug ist abgefahren. Ich will nochmal hier rausgucken. Wie macht man das nochmal? Nee, so nicht. Ah, so, genau. Ach, damit kann man hier schnell durchschalten. Nützlich, dass ich das jetzt am Ende des Let's Plays herausfinde. Dass man mit Q und E hier wunderbar schnell durchscrollen kann. Geile Sache, das. Wir fahren auch schon ganz schöne Schlitten rum hier, ne? Genug ist zu viel. Der letzte Film unseres Studios. Ich weiß, dass meine Studiobewertung zu wünschen übrig lässt. Aber was soll ich denn tun? Was ist eigentlich mit den Schulden? Kommt irgendwann ein Ende, wenn man übermäßig verschuldet ist oder nicht? Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die ganze Zeit völlig sinnlos dem Geld zuschaue. Oder ob es hier noch irgendwie so ein Abschlusszeug gibt, wenn ich dann pleite bin. Ich weiß, dass meine Studiobewertung für den Arsch ist. Was soll ich tun? Lasst mich doch einfach in Frieden zugrunde gehen, Mensch. Oh, guck mal, meine Komödie, die auf Platz 43 in den Charts war. Hust, die ist nichts mehr wert. Archivieren. Wie viele Filme haben wir eigentlich gedreht? Ich würde gern gucken. Guck mal, wir können aber auf die Filmwiedergabe gehen. Hier, von 1920 haben wir angefangen. Das waren unsere ganzen Filme, die wir hier alle gedreht haben. Das war unser erster Film damals hier. Das war unser erster Film. So hat's angefangen in dem Let's Play. Ein Wahnsinn. Hier der Günther Eisig, unser erster Star damals. Unter der Leitung von mir als Regisseur. Das war der erste Film, ach, das waren noch Zeiten. Was waren eigentlich, steht auch irgendwo dran, was der erfolgreichste Film war? Nee, leider nicht. Schade. Vielleicht, wenn man in die Kritiken reinschaut. Ach so, das waren halt, das sind die Studiosachen. Das ärmste Studio der Stadt, tja. Lasso der Liebe war der schlechteste Film. Naja. Wie sieht's aus? Kriegen wir noch einen letzten Abschlussfilm oder... Wie sieht's aus? Hier gehen auch schon wieder welche in Rente und ach Gott. Irgendwo wird gedreht, das ist schön. Drei von 9, 10. 3 von 9, 10.
Ach, das sind erst 2 von 9, 10. Och Gott, dann dauert das ja noch ewig. Wisst ihr was? Wir machen mal schnell auf Vorlauf. Mal sehen, was im schnellen Vorlauf noch so alles passiert. Tun können wir jetzt eh nichts mehr weiter. Da ist immer unter 1 Million. Ziggy, zack. Sie sind so stark verschuldet, dass schon ein Wunder geschehen muss, um sie wieder weiter oben in den Studiocharts zu platzieren. Aber wir gehen einfach nicht komplett bankrott, ne? Die Zahl sinkt einfach immer weiter ab und gut ist. Ist echt unfassbar. Wie schnell das dann doch passiert ist. Einer ihrer Stars wird in 10 Jahren in den Ruhestand gehen. Naja. Tja, Leute. Ich würde sagen, die Leiche in der Steppe ist von einem anderen Studio. Schönen Dank auch. Jetzt wäre nicht mal mehr meine in dem... Oh, nö. Naja, was soll's, Leute. Ich würde sagen, wir beenden hier das ganze Trauerspiel. Es war ein wunderschönes Let's Play. Ja, Freunde. Und... Da kommen auch schon die Credits über den Bildschirm. Das war's für dieses Let's Play. Es war wirklich, dieses Spiel ist wirklich total liebevoll und schön gemacht. Mir war klar, dass ich irgendwann pleite gehen würde, einfach weil ich halt nicht so das Augenmerk drauf gelegt habe, absolut Profit zu machen. Da hätte ich das viel konsequenter spielen müssen, viel mehr Stars und so weiter. Und viel mehr auch auf andere Dinge achten. Aber hey, mir ging es einfach nur darum, dieses Spiel zu steigen, weil das einem wirklich, zu zeigen, weil das ein wirklich wunderschönes Spiel war. Ich denke. Ja, ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Schon von der Musik her, von den Radiosprechern her, die Preisverleihungen, es steckte so viel Liebe im Detail hier drin. Natürlich gab es auch Fehler und dies und das und hey, mein Gott, das Spiel ist halt nicht das Neueste, ne? Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, das ist ein einfach großartiges Spiel und es war mir eine riesige Ehre, das für euch spielen zu können. Und ich war auch wirklich sehr überrascht, wie viele Leute sich dieses Let's Play wirklich angeschaut haben. Gerade am Anfang mit den Zahlen hatte ich einfach gar nicht gerechnet. Das Spiel kam echt super gut bei euch an. Dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken und ja... Mal sehen, wie es weitergeht. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in anderen Videos und Projekten wieder. Macht es gut, euer verschuldeter Lord Peter.